Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den Hamburger SV am Samstag um 13 Uhr in der Britta Arena. Gesprächspartner hier auf dem Podium für euch, wie immer, unser Cheftrainer Markus Kautzinski. Und ich darf dich, Markus, wie immer zunächst um das Personalupdate bitten. Ja, da muss ich meine Brille aufsetzen. Das bedeutet meistens nichts Gutes, dass es mehr geworden ist. Ja, Emanuel Tafferzhofer und Keenan Bennett bleiben, wie es war, nicht mit dabei. Beide sind auf ihrem Weg, aber es wird noch ein bisschen dauern. Ivan Pretalien wurde ausgewechselt im letzten Spiel, hat sich Muskelfaserriss zugezogen. In der Aktion steht nicht zur Verfügung. Das Ganze für 3 bis 4 Wochen, für uns im Moment noch nicht ganz genau absehbar, weil so ein Heilungsverlauf ja sich auch ja hier und da verändern kann. Wir hoffen natürlich so schnell wie möglich. Dazu ist Florian Carstens gekommen. Flo hat eine Blinddarmentzündung bekommen, ist schon operiert worden, ist noch im Krankenhaus. Wir erwarten ihn am Freitag zumindest aus dem Krankenhaus zurück. Und dann können wir auch nicht ganz sagen, ob es nach so einem Ding 2 bis 3 Wochen Wundheilung plus X. Also können wir nicht ganz abschätzen, aber bestimmt 2 bis 3 Wochen Ausfallzeit setzen wir da schon an. Ansonsten sind alle Jungs fit und mit dabei. Vielen Dank, Markus. Noch kurz zur Info. Die Britta Arena ist am Samstag mit 12.100 Zuschauern ausverkauft und aus Hamburg werden 3.147 Gästefans erwartet. Damit ist die Fragerunde eröffnet. Wer möchte anfangen? Wir beginnen bei Matthias Schlenger für den Kicker. Die vergangene Woche war ja mit dem Pokalspiel gegen Leipzig und Hannover wenige Tage später ein bisschen voll. Was war jetzt Anfang dieser Woche bei euch angesagt? Bestimmte besondere Trainingsinhalte oder Ähnliches? Ja, natürlich war es erstmal wichtig zu erholen. Das war schon ein Ritt für uns. Auch dann mit dem Mittwochabend, Mittwochnacht, dann Auswärtsspiel, Flug, das nächste Spiel auswärts, dann die Reise im Bus zurück. Das war schon anstrengend. Die Jungs haben 2 Tage frei bekommen. Dann haben wir am Dienstag gestartet und dann geht's ganz normal los, so ein bisschen reinkommen, nochmal wieder dran gewöhnen, nach 2 Tagen frei. Und dann war's die Ausrichtung auf den HSV. Dann war's taktisches Training, einfach zu schauen, was müssen wir tun, was müssen wir ändern. Auch natürlich ein kurzer Rückblick natürlich auf Hannover. Was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht? Dann ein Mix zwischen Fitnessarbeit, taktischer Arbeit, um möglichst gut vorbereitet zu sein für den Samstag. Dann gehen wir zur Kamera mit Kevin Sandomir für Studio 26. Du hast mit Tim Walter zusammengearbeitet, er war beim KSC dein Co-Trainer in der U19. Was schätzt du an Tim Walter als Trainer? Ja, er war ja nicht nur da eine Zusammenarbeit als Trainer, Co-Trainer, sondern war ja auch im Bereich dann NLZ-Führung mit dabei, Tim dann als Trainer. Als Trainer beim KSC ja noch viel länger zusammengearbeitet. Tim ist einfach ein guter Trainer in all dem, was ein Trainer ausmacht, in seiner Persönlichkeit, eine Mannschaft zu führen, eine eigene Idee vom Fußball, eine Art und Weise, das durchsetzen zu können. Es war damals eine sehr intensive, eine sehr schöne Zeit. Wir haben auch mit den anderen beim KSC sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, waren alles unterschiedliche Typen. Aber alle hatten eins gemeinsam, wir haben für den Fußball gebrannt. Es war sehr leidenschaftlich, es hat total Bock gemacht, total Spaß gemacht, jeden Tag da zusammenzuarbeiten. Die Jungs haben auch ihr Übriges dazu beigetragen. Es war einfach eine schöne Zeit. Die nächste Frage kommt von Matthias Schlenger vom Kicker. Jetzt war eben der Ausfall von Pretalien ja schon kurz Thema. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, trotzdem eine Doppelspitze mit einem Zehner oder eine Spitze und 2 Offensive dahinter. Hat da das Hannover-Spiel konkrete Aufschlüsse bieten können oder ist es jetzt ein Spiel, das komplett bei Null losgeht, ohne jetzt irgendwelche Vergleiche zur letzten Woche zuzulassen? Ja, natürlich schaut man doch immer drauf, was war. Erstmal müssen wir sagen, dass wir natürlich Ivan schwer ersetzen können. Ivan hatte, egal ob jetzt gegen Leipzig, davor, ja, gezeigt, dass er einfach ein wichtiger Spieler für uns ist. Auch dann, als er raus war gegen Hannover, haben wir schon gemerkt, dass uns die Durchschlagskraft ein bisschen verloren gegangen ist. Deswegen machen wir uns natürlich schon Gedanken, 1:1 ersetzen kannst du Ivan nicht, können wir Ivan nicht. Wir haben nicht nochmal so eine Art Stürmer. Es gibt Jungs, die ähnlich sind, vielleicht Toni Jonic, der am stabilsten ist in solchen Momenten. Deswegen machen wir uns
auch schon Gedanken, vielleicht mit zwei Spitzen zu spielen, was dem einen oder anderen ein bisschen näher liegt. Oder man macht etwas weiter, um es weiter dran zu arbeiten. Also wir sind uns da noch nicht ganz sicher, oder ich mir ganz sicher mit meinem Trainerteam. Wir haben im Training alles ausprobiert, haben verschiedene Situationen ausprobiert. Vorher ja auch schon Konstellationen gehabt. Da werde ich auch noch mal drüber schlafen müssen, um zu überlegen, was die beste Konstellation ist gegen den HSV. Dann gehen wir noch mal zur Kamera. Der HSV stellt mit Benesch und Glatze gleich zwei in den vier Topscorer der zweiten Liga momentan. Was macht die beiden so gefährlich? Erstmal, glaube ich, eine gute Mannschaft drumherum, dass HSV, glaube ich, insgesamt auch ein gutes Kollektiv ist. Eine erste Elf, die jetzt oft zusammengespielt hat, die sehr harmonisch wirkt, die ja auch viel laufen kann, topfit ist. Dann haben sie natürlich individuelle, klasse Leute, die Spiele entscheiden können. Dazu gehört Laszlo Benesch, der natürlich über einen guten Fuß verfügt, der Abschlüsse auch aus der Distanz kann, auch den Ball trotzdem gerne treibt, immer wieder in die Tiefe geht, aber auch mal kurz fordert, ein sehr gutes Gefühl für den Raum hat, einfach ein guter Verbindungsspieler ist. Und auch vorne im Sturm mit Glatzel natürlich jemand, der jetzt, ich weiß gar nicht, der war, glaube ich, noch gar nicht ausgefallen, der einen super Rhythmus hat, der eine gute, obwohl er groß ist, einen Ball gut verarbeiten kann, trotzdem auch tief gehen kann, gute Abschlüsse hat mit dem Kopf, aber auch mit dem Fuß, sehr komplett ist. Das ist einfach ein gutes Paket bei beiden einzeln, was natürlich dann schon zweite Liga top ist, aber auch eine Mannschaft drumherum, glaube ich, ja, die einfach gut zusammen spielt, gut zusammen harmoniert. Das gehört natürlich auch dazu. Matthias, bitte. Jetzt hat der HSV die Saison sich gegen die Mitaufsteiger wie Elversberg und Osnabrück schwer getan bzw. Federn gelassen. Ist das eine Chance, dass man da erkannt hat, okay, das könnten wir auch packen? Oder aber der Punkt, dass die Konkurrenz den Druck erhöht hat, indem sie da gepunktet hat, wo es vielleicht nicht unbedingt zu erwarten war? Ja, natürlich wird sich HSV das Beste vornehmen und dass es nicht nochmal passiert, das ist auch klar. Wir rechnen immer mit dem stärksten Gegner und ich kann nicht beurteilen in den beiden Spielen, ob es an der Schwäche vom HSV lag. Ich habe Elversberg stark gesehen und ich habe Osnabrück stark gesehen, die starke Spiele gemacht haben. Das heißt für uns, wir müssen stark sein, wir müssen mutig sein mit Ball, wir müssen entschlossen sein, wir brauchen eine Aggressivität, wir brauchen eine Kompaktheit, wir müssen eine Durchschlagskraft haben nach vorne, was wir hier und da haben vermissen lassen oder wo wir immer mal wieder hängen geblieben sind. Das wird wichtig sein. Wir sind ganz bei uns zu schauen, wie können wir diese Sachen, die wir schon hatten, wiederkriegen, wie können wir Dinge noch forcieren, noch besser machen. Das ist eigentlich der einzige Fokus, der uns bleibt und der einzige, der auch wichtig ist. Was müssen wir tun, was können wir besser machen? Und da haben wir natürlich auch Ansätze. Wenn man das Ganze jetzt sieht, müssen wir einfach in der Durchschlagskraft nach vorne als Einzelner, aber auch als Mannschaft einfach besser werden. Da müssen wir zulegen in der Gefahr nach vorne, mehr Chancen rauszuspielen, aber auch die dann auch effektiver zu nutzen. Nochmal Matthias, bitte. Am Samstag hatte Kollege Vukotic hervorragende Statistiken, was die Zweikampfquote angeht. Jetzt Carstens, der am Wochenende nicht zur Verfügung steht. Meine Frage wäre aber nach Max Reinthaler, den ich in der vergangenen Saison als einen sehr zuverlässigen Spieler erlebt habe. Daran wird sich ja wahrscheinlich nichts geändert haben, nur dass halt die Konkurrenz hinten vielleicht deutlich stärker geworden ist. Wie ist da seine Rolle und welche Perspektiven gibt es da, um nochmal reinzurutschen? Ja, ist tatsächlich so, Max, das tut uns auch allen gerade einfach weh, weil wir wissen, dass er zuverlässig ist, aber auch ein ganz toller Typ, ein ganz toller Mensch ist, der auch jetzt für die Mannschaft alles gibt. Der ist durch die Vorbereitung mit seiner Verletzung, auch im ersten Spiel gegen Biebrich, ist er so ein bisschen rausgerutscht und dann liegt es eigentlich daran, dass die anderen einfach gute Leistungen gebracht haben. Das war, egal ob Markus Mathisen, Martin Anger, auch Flo Carstens vorher jetzt auf der linken Seite gute Leistungen gebracht haben. Wir haben Mocke, der, wenn er nicht diesen offensiven Part spielt, auch noch in der Kette spielen kann, genauso wie Gino, genauso wie Nico Rieble, die dann mehrere Positionen spielen können. Das ist auch bei so einem Bankplatz manchmal wichtig, wenn ich mich dann entscheide, ist jemand da, der zwei Positionen spielen kann. Das ist natürlich wichtig, auf der Bank zu haben. Und das ist dann gerade eine harte Entscheidung, die jetzt hier und da gegen Max ausgefallen ist. Im letzten Spiel war er auf der Bank. Es ist einfach so, dass viel Konkurrenz da ist, dann Jungs, die zwei Positionen spielen können,
die Vorbereitung dazu, die er einfach ein bisschen verpasst hat, sodass er im Moment ein bisschen hinten dran ist. Aber Max ist Max, er kämpft drum, er gibt immer alles fürs Team, egal ob auf dem Platz, auf der Bank oder auch von der Tribüne. Und das heißt einfach so Dinge auch, ja, so Dinge hinzunehmen, dran zu arbeiten, so Dinge zu verstehen. Da ist er ja nicht der Einzige. Wir sind in so einer Phase, wo wir gerade neu zusammenkommen. Es ist nicht mehr diese alte Truppe, sondern es ist eine neue Mannschaft mit 11 neuen Spielern. Und da ist es so, dass so Rollen manchmal ja, sich verdrehen und sich manchmal verändern. Und in dieser Phase sind wir, wo jetzt auch der eine oder andere merken muss, naja, es ist halt was Neues, wir sind auf dem Weg, jeder muss seine Rolle da finden, die wird sich auch immer noch verändern. Aber wie gesagt, der hat das soweit gut angenommen und ist einfach gerade auch eine, ja, ist nicht einfach, weil es einfach ein hart umkämpfter Squad ist, der halt einfach auch eng ist. Wir gehen nochmal zur Kamera mit Kevin. Robin Heuser ist gerade auf Platz 2, der Spieler der zweiten Liga, die am meisten gelaufen sind. Wie siehst du die Entwicklung von Robin? Ja, Robin hat ja schon in der dritten Liga für mich gezeigt, dass er da ein absoluter Musterprofi ist. Er ist dann ab und zu zurückgeworfen worden, mal durch Verletzungen mit seiner Schulter, hat dann ein paar Phasen gehabt, wo er rausgerutscht ist, aber immer wenn er auf dem Platz stand, hat man gesehen, was er imstande ist zu leisten. Und jetzt natürlich durch den Start eine Vorbereitung komplett mitgemacht, hat er nochmal einen Sprung gemacht, nicht nur, dass er viel laufen kann, sondern auch richtig gute Momente gehabt, wo er Spiele nochmal auf unsere Seite gezogen hat, spezielle Momente nochmal verändert hat, so Momente, wenn ich an Schalke denke, wo er nochmal sich außen durchsetzt, so in der 97. Minute nochmal Sprints angezogen hat. Momente, wo ich auch das Gefühl hatte, man kann mal ein Tor machen, auch da ist noch Luft, wenn man und Entwicklungspotenzial, wenn man sieht, was noch geht. Aber er ist einfach auch jemand, der von, das ist sein Charakter, immer versucht, was zu verbessern, nie zufrieden ist, immer noch einen Schritt mehr zu gehen, hat er einfach, ja, einfach sich nochmal auch positiv entwickelt hier. Gibt es noch weitere Fragen? Max, war das? Ja. Stefan Neumann für den Wiesbadener Kurier. Ja, Offensive haben Sie schon ausführlich gesagt, Durchschlagskraftthema. Was kann man zum Defensivbereich sagen? Auch Erkenntnisse, Analyse, Hannover, Vorgriff, jetzt HSV-Spiel in Verbindung mit den genannten Spielern, aber auch mit dem Kollektiv des HSV? Naja, insgesamt haben wir ja jetzt nicht viel Tore kassiert. Im Vergleich mit den Ligawerten sind wir da im oberen Bereich. Ich glaube Platz 4, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall gut. Aber natürlich fallen immer Tore auch aus Fehlern und natürlich analysieren wir da. Es hat sich ein bisschen verteilt. Mal hat Markus Mathisen jetzt einen Fehler gemacht, hat aber auch viel gespielt. Dann gibt es einen Elfmeter, wo Martin Anger seine Füße drin hat. Dann hat Flo mal gegen Paderborn eine Situation aufgelöst, wo man nicht muss. Auch da sind wir natürlich kritisch mit uns und haben zwar, glaube ich, wenig Fehler gemacht, aber auch Fehler gemacht. Und auch da sind wir natürlich dabei zu analysieren, dass wir zumindest die Fehler, von denen wir sagen, die müssen wir nicht wiederholen, auch nicht zu wiederholen. Das verteilt sich aber. Ich kann das jetzt nicht an einem festmachen, sondern es ist so über die Zeit, dass einfach sich da ein paar Dinge eingeschlichen haben, aber auch zum Teil normal, weil das ist auf der anderen Seite genauso. Wir haben auch Fehler für uns gehabt, wenn ich an Paderborn denke, wo Ivan dann frei zum Abschluss kommt, wovor sich zwei Spieler vielleicht unterlaufen. Es ist fast immer irgendein vermeintlicher Fehler davor, so dass es wahrscheinlich normal ist. Es ist im normalen Bereich, aber wir reden drüber. Wir sind auch da immer sehr kleinlich und schauen im Verlauf der Woche, egal ob im Vier-Augen-Gespräch, individuell, im Gruppenverbund oder im Mannschaftsverbund, einfach auch immer dran zu drehen und immer über diese Kleinigkeiten auch zu reden, dass es natürlich schafft, dass sich Fehler nicht wiederholen. Noch eine Nachfrage, Stefan? Gerne? Nein? Okay. Gut, dann sehe ich keine weiteren Wortmeldungen mehr. Daher danke euch, danke Markus und bis Samstag. Tschüss.